Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Immer noch auf Settler Creeks unterwegs, beziehungsweise wieder. Und wir werden noch mit der Kleinkaliberpistole ein paar Hasen und ein paar Truthähne erlegen, sofern ich die denn sehe. Ich habe nebenbei mal die Mission angenommen, in der es darum geht, dass wir 5 Truthähne und 5 Hasen erlegen. Und das addierte Gesamtgewicht oder Punktzahl oder was weiß ich, ist auf jeden Fall unser Gesamtergebnis. Ob ich es allerdings zu Ende führen werde, weiß ich nicht. Ich habe die einfach mal angenommen. Falls es gut läuft, läuft noch bis morgen früh, glaube ich. Aber ob ich morgen Abend nochmal dazu komme, eine Folge aufzunehmen, weiß ich noch nicht. Und in der Folge werden wir wahrscheinlich sicherlich keine 10 Tiere erlegen können. Deshalb sage ich von vornherein mal, keine Ahnung, ob ich die benötigte Anzahl an Tieren erlegen kann bis zum Ende der Zeit, aber sicher ist sicher, ich habe es einfach angenommen. Und wir jagen just for fun mal noch ein paar Truthähne und ein paar Kaninchen. Und deshalb hoffe ich mal, dass das einigermaßen gut klappt. Natürlich wieder Pistole dabei und meine super Pfeife hier. Mal gucken, ob es heute besser klappt als das letzte Mal. Und das werden wir dann sehen, wenn wir den ersten Tutor gefunden haben. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Und wenn ich irgendwas gefunden habe, seid ihr wieder live dabei. Also bis gleich. Da bin ich schon wieder zurück. Und auf der ersten Wiese. Und da hinten am Zaunpfosten, genau dahinter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Genau im Fadenkreuz jetzt, bisschen dahinter dem Pfosten verdeckt, sitzt ein Kaninchen. Jetzt sieht man's. 96 Meter ist natürlich noch zu weit. Deshalb versuche ich da mal, mich anzupirschen und hoffe, dass wir in Schussdistanz kommen. Und dass es dann nicht im Gras verschwunden ist. So mit bloßem Auge sieht man das immer relativ gut, aber sobald das Gras auf die Entfernung rendert, nicht mehr so. Und jetzt hüpft das auch noch genau Richtung Busch, aber jetzt wieder zurück. Ich hoffe mal, das bleibt noch ein bisschen da sitzen. Schön da so halb auf dem Hang erhöht. Dann könnten wir vielleicht halbwegs in Schussposition kommen. Ich sehe das jetzt schon nicht mehr mit dem Gras. Irgendwo da wird es sitzen. Da sitzt es. 50 Meter noch. Könnte man schon schießen, aber ich sehe es natürlich wieder nicht durch das Zielfernrohr, weil das einfach zu klein ist. Der Zoom ist zu gering. Mit dem Luftgewehr wäre es vielleicht machbar. Aber jetzt muss ich auch langsam schießen, denn näher als 30 Meter werde ich doch nicht rankommen. Ja, wir haben es auf jeden Fall getroffen. Und es ist verendet. Sehr gut. Also das hat doch schon mal hervorragend geklappt. Direkt zu Anfang hier mal ein Kaninchen erwischt. Sogar relativ zügig in Schussdistanz zu kommen. Wenn es immer so laufen würde, wäre ich glücklich. Meistens sehen die mich, bevor ich die sehe. In dem Gras hat man immer wenig Chancen. Aber das hier saß leicht auf der Anhöhe, deshalb ging es. Und die Fluchtdistanz relativ kurz. So wie die letzten Male auch, außer bei dem einen Truthahn, den wir wohl nur angekratzt haben. Gucken wir mal, wo die Kugel getroffen hat. Fallen wir es mal ein. 1274, jetzt kein allzu großer. Ich glaube, der erste hatte irgendwas mit 9000. Also wenn wir 5 von denen hätten, hätten wir schon boah, knapp 6000. Ich weiß ich gar nicht, wie die Truthähne scoren. Kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen.
Aber vielleicht erlegen wir gleich noch einen, dann können wir uns das mal angucken. 1300 ist kein allzu großer Hase, aber was soll's. Und der Schuss war gar nicht mal so gut. Hinten rein in die. Boah, ich kann auch nicht mehr sagen, wie er gestanden hat. Ob der jetzt in die Gedärme rein ist oder ob der nach vorne durchgeschlagen ist. Ich glaube, wir haben ihn sch so schräg nach hinten geschossen. Aber was soll's. Die Flussstrecke war nicht allzu lang. Damit können wir sehr gut leben. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier mal irgendwo das nächste Tier finde. Truthahn oder Hase. Eins von beiden. Ich mache mich noch weiter auf die Suche in die Wiesen da hinten. Was ist das hier noch für eine Spur? Ist das auch noch ein Hase? Vielleicht ein anderer Hase noch, der hier war. Ja, tatsächlich. Der hüpft irgendwo da hinten hin. In die Richtung wollte ich sowieso, denn da sind noch ein paar Felder, die ich absuchen kann. Bisschen offene Fläche. Und wenn ich dann den nächsten Hasen oder den nächsten Truthahn im Visier hab, seid ihr wieder mit dabei. Also bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder immer noch auf derselben Wiese und am Waldrand da hinten. Ich sehe ihn jetzt ein bisschen mit den Ohren schlackern. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Hinter dem Farn da sitzt noch ein Kaninchen. Aber ob ich da in Schussdistanz komme, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er uns sehen. Ich werde mich einfach versuchen anzupirschen. Und dann gucken wir, was passiert. Das könnte sogar der sein, den ich hier verfolgen wollte. Denn das ist schon die zweite Spur in die Richtung. Der sitzt da unter dem, unter diesem Baum hier, unter dem kleinen Busch. Aber ob ich den erwisch, keine Ahnung. Der bewegt sich schon die ganze Zeit nicht. Ich sehe immer nur die Öhrchen da rausgucken. Jetzt muss ich hoffen, dass ich irgendwie eine geeignete Schussposition finde. Ich bin, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Da bei dem roten Punkt auf dem GPS müsste der irgendwo sitzen. Aber das Gras ist hier einfach so hoch. Das könnte tatsächlich etwas schwerer werden. Ich glaube, der sitzt jetzt da vorne irgendwo drin. Aber wo genau? Kann ich nicht sagen. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr wackeln mit den Ohren. Ich müsste vielleicht versuchen, mich außen rum zu pirschen und dann von da oben zu gucken. Aber ob das klappt, ich wage es zu bezweifeln. Ja, die Spur hier würde ich gerne noch mitnehmen. Wahrscheinlich wird er gleich abspringen. Oder er ist schon abgesprungen. Kann natürlich auch sein. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch dazu holen. Denn auch das gehört hier zum Spiel dazu. So, das Problem ist, ich habe von hier auch. Da vorne sitzt er. Ist er das? Ich weiß es nicht, aber ist mir egal. Da sitzt auf jeden Fall einer. Ach, komm. Bleibst du wohl hier? Knapp 40 Meter. Ich werde es einfach mal versuchen. Da ruft ein Elch, aber das ist mir egal. Also, getroffen ist er. Der Blue Flag ist da. Ich glaube, das war sogar der, den wir hier verfolgt haben. Ist der doch dann von dem Baum? Oder habe ich den. War das eine optische Täuschung, dass ich dachte, der sitzt da an dem Baum? In dem Wald saß er da. Aber das kann nicht sein, weil er auf dem Weg hier unten saß. Den hätte ich nicht gesehen von da hinten. Ist er wohl doch noch hier lang gehoppelt? Das wäre gut, wenn er jetzt relativ zügig verendet. Oder er ist sogar geflohen. Also der ist tatsächlich abgesprungen. Kurze Zeit hat sich dann da hingehockt. Gar nicht mal so weit weg. Normalerweise sind die Fluchtstrecken teilweise doch schon etwas länger als das jetzt hier. Aber gucken wir mal, wie weit der jetzt noch hier geflohen ist. Buddy-Treffer. Ja, okay, das sind sie immer. Aber da liegt der Hase schon. Perfekt. Also die Fluchtstrecken. Ich bin begeistert auf jeden Fall. Zehnmal besser als mit Luftgewehr. Das war immer eine Seuche, wenn man die nicht richtig getroffen hat.
Da war es auch auf 40 Meter teilweise noch relativ schwer. Okay, der Schuss, der war natürlich auch ganz gut, muss ich sagen. Schön aufs Blatt drauf. 1500er. Nicht schlecht. Machen wir natürlich auch ein Foto von. Dann haben wir schon zwei Hasen. Ja, hinlegen brauchst du dich nicht. Haben wir schon zwei Hasen. Aber noch kein Truthahn. Wahrscheinlich sehe ich heute gar keinen. Aber Hasen nehmen wir natürlich auch, denn wir brauchen für die Mission auf jeden Fall auch noch drei Stück, wenn wir die durchziehen wollen. Und deshalb nehmen wir natürlich jeden, den wir kriegen können. Und jetzt gucken wir mal, ob hier auf der Wiese da hinten irgendwo noch was los ist. Da sind noch ein paar offene Felder. Und sobald ich hier den nächsten anvisiere, beziehungsweise versuche mich anzupirschen, seid ihr wieder mit von der Partie. Also bis gleich. Und da bin ich wieder, keine 200 Meter weiter. Ich wollte gerade zu den Wiesen, sitzt der Hase da auf dem Weg. Deshalb versuche ich mich einfach mal anzupirschen. Ich hoffe, der springt in der Zwischenzeit nicht irgendwie in die Büsche ab, auch wenn er in die Richtung hoppelt. Aber solange der da offen auf dem Weg liegt, wäre das natürlich optimal für einen guten Schuss. Auch wenn ich jetzt sage, guten Schuss und den dann wahrscheinlich versemmel oder so. Damit muss man ja immer mal rechnen. Ich hoffe, wir kommen da halbwegs nah ran. Wenn wir wieder so auf 40 Meter rankommen, würde ich es einfach mal wagen wollen. Ja, also ist gar nicht mehr so weit. Bis jetzt scheint er uns nicht zu bemerken. Jetzt schon. Deshalb mal schnell die Pistole raus und versuchen zu treffen, wenn er denn stehen bleibt. Ah, ich musste nochmal neue Luft holen. Jetzt schnell. Na, komm. Ja, den haben wir getroffen. Und der liegt. Sehr gut, drei Hasen. Die ersten drei, die wir gesehen haben, sogar bekommen. Also ich bin mit der Pistole durchaus zufrieden. Besser als jedes Luftgewehr dieser Welt. Zumindest hier in dem Spiel. Das mag natürlich auch an meinen Schießfähigkeiten mit dem Luftgewehr liegen. Aber ich bin mit der Pistole und den Fluchtdistanzen auf jeden Fall mehr begeistert als vom Luftgewehr, wie ich mich hier gerade hier auf Settler Creeks in dem hohen Gras abgemüht habe, die Hasen für die Summer Fiesta zu bekommen. Wahnsinn. Und jetzt hier direkt mal die ersten drei rucki-zucki erlegt. Letztes Mal auch noch ein oder zwei Hasen, ich glaube einer war es. Das läuft auf jeden Fall schon mal hervorragend. Ja. Auch wenn der Schuss fast daneben war, würde ich sagen. Streifschuss, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der gesessen hat. Auch noch ein 1500er, denke ich mal. 1,5 Kilo. Ja, 1534. Machen wir natürlich auch noch schnell ein Foto von dem kleinen Häschen. Ja, so nicht. Macht den Kopf gerade. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob jetzt hier auf den Wiesen noch was los ist. Ich habe jetzt natürlich hier gerade geschossen. Aber vielleicht hat sich da irgendwo dahin gekauert, den wir noch aufschrecken können. Von den Truthähnen habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen. Ich habe ab und zu mal gerufen gehabt hier mit dem Lokalisationsgerät, aber eine Antwort sind die mir bis jetzt schuldig geblieben. Vielleicht ist auch gerade einfach keiner in der Nähe, das kann natürlich auch sein. Aber ich mache mich auf jeden Fall weit auf die Suche und hoffe, dass ich noch irgendetwas erlegen kann und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert, aber davon habt ihr ja zum Glück nichts bemerkt. Ich habe mit dem Lokalisator
ein bisschen rumgerufen und jetzt endlich mal eine Antwort bekommen von einem männlichen Truthahn. Und er ist irgendwo vor mir auf dem Weg. Deshalb werde ich hier mal so ein paar Lockgeräusche von mir geben und hoffen, dass ich den gleich sehen kann. Ich werde mich da rechts ein bisschen auf den Hang da versuchen zu begeben und hoffe, dass ich da ein bisschen Überblick habe. Da vorne wird zum Glück ein bisschen offener, aber ob ich den Truthahn sehe, keine Ahnung. Das werden wir gleich herausfinden. Ich hoffe, der sieht mich nicht vorher, dass der den Fluchtmodus antritt. Ruft da noch einer aus, das ist dasselbe. Noch einer, auch ein Männchen. Beide da unten den Weg runter. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir zumindest einen davon erwischen können. Das Problem ist, so offen wie ich dachte, ist es da gar nicht. Weil die Bergkuppe da hier links im Weg ist. Und ich glaube, wenn ich dahin gehe, bin ich zu nah dran. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo er aufs Deck gerufen hat. Oh, da ist aber noch ein. Oh. Ein ganzes Stück. Da würde ich sagen, kann ich doch noch bis zu der Bergkuppe da. Denn so nah scheinen die noch gar nicht zu sein. Gucken wir mal, ob wir jetzt eine Antwort bekommen. Tatsächlich, aber der ist jetzt näher. Ja. Der ist irgendwo hinter dem Berg da, würde ich behaupten. Deshalb versuche ich mal eine bisschen erhöhte Position hier zu bekommen. Ja, da sehe ich ihn auch schon. Da geht er gerade über den Weg. Ich hoffe, das ist der auch. Das bin ich jetzt auch egal. Habe es noch einen Truthahn 80 Meter entfernt noch. Wobei. Ja doch. Hat noch 80 Meter. Ich hätte ihn jetzt näher geschätzt, ehrlich gesagt. Aber den versuchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen näher ranzubringen. Aber hier ist mir das auch ein bisschen zu buschig, um gleich zu schießen. Deshalb muss ich mal so ein bisschen hier runter. Wenn ich mich nämlich hinlege, muss ich ja auch noch halbwegs was sehen. Jetzt kommt er da über den Berg. Das ist natürlich perfekt, wie der läuft. Noch 47 Meter. Da können wir gleich den Schuss wagen. Die sind ja nicht so klein wie die Hasen, also durchaus eine Chance, den auch zu treffen. Wer ruft da noch? Ja, okay, das müsste der sein. Und dann werden wir es gleich mal wagen. Was läuft da hinten noch? Sieht aus wie ein Bär. Gibt es hier Braunbären? Wahrscheinlich ein Schwarzbär in Schoko-Version. Aber wir erlegen jetzt erstmal den Truthahn hier. Getroffen haben wir den. Nein, flüchtet auch der andere. Ja, und jetzt ist er vom Himmel gefallen. Und der Bär da hinten rennt auch davon. Den können wir natürlich nicht mit der kleinen Kaliber schießen, aber der Truthahn geht da hinten runter. Bleibt der jetzt da? Oder flieht er noch? Ich kann es euch nicht genau sagen. Sieht aus, als wenn er da jetzt rumtapsen würde. Also könnte ich eigentlich mal versuchen, den nochmal anzulocken. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ich werde jetzt erstmal den anderen hier aufsammeln. Wäre natürlich gut, wenn das auch noch klappt, dann hätten wir schon mal drei Hasen und zwei Truthähne. Das ist nicht so schlecht. Drei Hasen und ein Truthahn ist natürlich auch schon hervorragend. Ja, sehr gut. Da liegt er auch schon. Ich dachte erst, der fliegt noch eine ganze Ecke, aber dann ist halt doch zum Glück
relativ zügig runtergefallen. Gucken wir uns den an. Jetzt sehen wir auch mal, wie die hier scoren. Mit 43. Also die Hauptscore wird von den Hasen kommen. Und da werden dann 1500 dann natürlich nicht reichen. 5. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was die höchsten hier haben. Aber wenn wir 5 hiervon haben, haben wir knappe 200 Punkte. Das bringt natürlich überhaupt gar nichts. Wahrscheinlich gibt es da noch größere von. Aber keine Ahnung. Aber der Erfolg zählt und nicht die Platzierung in der Mission bzw. Competition, sondern dass wir hier mal ein paar Tiere erlegen. Boah, der will aber nicht so, wie ich will. Erstmal ein bisschen näher ran und dann nach oben. Ja, das sieht natürlich auch hervorragend aus. So, der fliegt jetzt von uns weg. Und dann gucken wir mal schnell, der Bär steht da immer noch. Den scheint es überhaupt nicht zu interessieren. Und der Truthahn flattert dahinter auch noch. Das Problem ist, wenn ich jetzt da näher rangehe, könnte es da sogar noch ein Truthahn, also einige Truthähne, das heißt das Männchen. Das hätte ich gerne noch. Aber ob mir das jetzt gelingt, weiß ich nicht, denn der Bär ist im Weg. Und da vorne steht auch noch ein Truthahn, also einiges an Truthähnen hier los. Ja, aber ich denke mal, wenn wir den jetzt einen davon erwischen, dann werden sich die anderen aus dem Staub machen. Der Bär stört allerdings. Nur noch 50 Meter, der wird mich gleich wittern und dann wahrscheinlich den Truthahn da verjagen. Zumal der auch nicht mehr auf meine Calls reagiert, also wird es ganz, ganz, ganz schwer, den auch zu bekommen. Ich könnte natürlich jetzt versuchen zu schießen, aber ich weiß dann wieder nicht, auf welche Distanz die Waffe geht. 50 Meter. Können wir einfach mal versuchen, ne? Ach, jetzt haut er ab. Keine Ahnung, ob wir den getroffen haben. Ich habe einfach mal in die Büsche reingelunzt. Ich glaube, das wird wieder so einer, den wir nicht finden. Aber ich gehe mal schnell da gucken, ob wir den überhaupt getroffen haben. Wenn nicht, dann können wir es auch sein lassen hier im Regen. Macht sowieso keinen Spaß. Aber getroffen haben wir ihn wahrscheinlich sogar. Zumindest ist hier eine Spur. Ja. War die Schuss, keine Ahnung, ob es tödlich ist, weiß ich dann auch nicht, wohin der geflohen ist. Der Bär ist aber ganz schön langsam, also den hätte ich schon fünfmal erlegen können. Aber ich sehe hier auch nicht die Fluchtspur von dem Truthahn. Der müsste irgendwo hier hingeflohen sein. Verendet ist aber auch nicht so schnell. Ja, was haben wir da? Eine Fährte. Ja, das ist die Fluchtfährte. Also wahrscheinlich wieder so einer, der nicht vom Himmel fallen möchte. Und jetzt sehe ich auch schon wieder keine weitere Fährte. Vielleicht hinter der Kuppel irgendwo. Oder aber der hat irgendwo abgedreht. Ich sehe nix. Ja, so weit kann die eigentlich nicht sein. Vielleicht doch in eine andere Richtung. Keine Ahnung. Da ist sie. Immer noch fliehend. Aber ich sehe keinen toten Truthahn. Also auf 50 Meter nicht ganz so effektiv. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo der Schuss war, weil der Busch im Weg war. Wahrscheinlich war der Schuss einfach wieder bescheiden. Naja, aber die Fährte finde ich jetzt auch nicht, wo die wieder ist.
Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Da ist sowieso dann Schicht im Schacht. Da ist die Fährte. Ganz schön weit auseinander. Oder ich finde einfach den Rest nicht. Immer noch fliehend. Aber ich sehe auch weit und breit keinen toten Truthahn. Was ist das Schwarze da? Ein Felsen, ja. Aber der verliert auch kein Blut, immer nur Fluchtspuren. Natürlich wird er jetzt auch nicht zur Ruhe kommen, wenn ich ihm hinterher renne. Nee, ich dachte, der verendet noch, aber das sieht irgendwie nicht so aus. Auch nicht, wenn ich ihn jetzt hetze. Oh, jetzt geht er sogar. Aber ich glaube nicht, dass der stirbt. Und dann ist wieder fliehend. Gucken wir mal hier, ob ich hier irgendwo noch einen Blick auf den Truthahn erhaschen kann, wenn ich die Küste runter gucke. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und deshalb würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Drei Hasen relativ zügig erwischt. Also auf Hase bin ich begeistert von der Waffe. Auf Truthahn auch, wenn ich nicht hier so Kunstschüsse versucht durch den Busch durch und was weiß ich. Er ist einfach weggerannt und dann dachte ich, komm, bevor ich ihn gar nicht kriege, halte ich einfach mal drauf. Einen Truthahn haben wir erwischt. Der lag auch relativ zügig auf 40 Meter. Also um die 40 Meter kommen wir mit der Waffe gut zurecht. Ich müsste mal auf den Schießstand damit und gucken, ob ich den auf 40 Metern überhaupt treffe oder wie da der Verzug ist. Oder mal im Wiki gucken, ob da schon irgendwas drin steht, wie die Wirkung ist. Das aber dann sehen wir erst beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch was und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was wir dann jagen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, noch hier die Mission zu Ende führen, zu führen. Keine Ahnung. Das werde ich spontan herausfinden. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.